Also ich kann da nur berichten, dass die Beratungsstelle Extremismus ja weiterläuft und wir arbeiten auch gerade einen eventuell verstärkten Maßnahmenplan aus. Gestern hat es einen Beitrag in der Kleinen Zeitung eben zum Thema Respekt, vor allem politischen Respekt. Und jetzt ist meine Frage, weil die Kollegen das sehr gut ausgearbeitet haben, inwiefern soll das sozusagen in dieser Arbeit zu tragen kommen? Man hat in letzter Zeit sehr oft einmal Demonstrationen gehabt, wo auch eben Jugendliche dabei waren, sowohl in links- als auch rechtsextremen Lager. Wird es da eigene Förderungen geben, um auch eine Prävention zu machen, um auch deeskalieren zu wirken und ein bisschen mehr Grau wieder einzubringen? Also ich kann da nur berichten, dass die Beratungsstelle Extremismus ja weiterläuft und wir arbeiten auch gerade einen eventuell verstärkten Maßnahmenplan aus und da ist es ja genau nicht nur eine Hotline, wie manchmal kolportiert wird, also da geht es nicht nur darum, dass uns die Menschen anrufen, wenn es konkrete Vorfälle oder besorgniserregende Umstände gibt, sondern sehr stark auch Prävention. Also da gehen ja unsere Experten konkret in die Jugendzentren und in die offene Jugendarbeit und Schulen, Jugendarbeiter beziehungsweise natürlich auch die Jugendlichen selbst. Also das passiert im Bund über diese Beratungsstelle Extremismus. Und in der Steiermark lebt ja auch eine Fachstelle weiter, ja, die sich seit Jahren um dieses Thema kümmert, ja, und sozusagen diese Strömungen, die jeweils am Jugendlichen sichtbar werden, so über die Jahre hinweg sind sie immer andere sozusagen Erscheinungen, ja, auch die wir wieder sozusagen ihren Beitrag leisten können. Danke.